Nur einen Spalt entfernt von dem mysteriösen Eindringling hier in das Museum und auf dessen ja, Spuren heiße ich euch willkommen zusammen mit Max bei Part 6 von Let's Play Memento Mori. Und wir müssen schauen, wie wir durch diesen Spalt durchkommen. Nein, wie wir hier diese Geheimtür, die sich über dem Spalt befindet, öffnen. Und wenn ich das versuche, sagt Max... Der Spalt unter der Tür ist zu schmal für meine Finger. Ich brauche etwas Dünneres. Ich brauche etwas Dünneres. Das ist nicht dünner. Das ist dünner, aber nicht geeignet. Das ist auch nicht geeignet. Dann bemühe ich die Hotspot-Anzeige. Ach, jetzt sehe ich ihn. Achso, nee. Das ist nur Schatten. Ich dachte gerade, das ist nur eine Art Mäuseloch. Das war nur sein Schatten. Hier sehe ich auch nichts so rein... Hotspot-mäßig. Hier sehe ich was, ein Seil. Das habe ich vollkommen übersehen im letzten Part. Dieses Seil sperrt den Bereich ab, den Besucher nicht betreten sollen. Ich kann ein solides Stück Seil. Das kann ich bestimmt gebrauchen. Ein solides Stück Seil. Das kann man bestimmt immer brauchen. Schön. Aha. Umgefallene Absperrung. Ah. Seil? Dieses Seil sperrt den Bereich ab, den Besucher nicht betreten sollen. Ein solides Stück Seil. Noch ein Stück Seil. Das kann ich bestimmt gebrauchen. Noch ein zweites Stück Seil. Gut. Haken? Ein eiserner Haken, an dem man ein Seil befestigt. Ah. Ich kann ihn nicht losschrauben. Er sitzt zu fest. Oho. Ein eiserner Haken, an dem man ein Seil befestigt. Mhm. Okay, schade. Da ist noch ein Haken. Ein eiserner... Ah. Okay. Aber der geht nicht, oder? Ich kann ihn nicht losschrauben. Okay, der geht nicht. Kann ich denn jetzt mit dem, was ich da ergattert habe, kann ich da was kombinieren? Der passt da nicht. Was? Der passt da nicht? Der passt da nicht. Grün ist gut. Mal sehen. Wo führt diese Geheimtür wohl hin? Das werden wir gleich sehen. Ich dachte, er geht selber durch. Los geht's, Max. Die Tür hat sich von selbst wieder geschlossen. Wenn mich jetzt hier jemand angreift, dann finden Ostankovic und seine Leute mich nie. Und wenn dich keiner angreift und du einfach nicht wieder rauskommst, findet dich Ostankovic oder seine Leute auch nie. Geheimtür. Die Tür sieht ziemlich solide aus, aber sie hat keinen Türknauf. Die muss irgendwie anders aufgehen. Ich versuch's mal. Hm. Die Tür ist zu und geht nicht auf. Hm. Was ist denn das? Das ist sicher der Mechanismus, der die Tür von innen öffnet. Sicher? Sieht aus, als sei er vor kurzem erst repariert worden. Dann aufmachen. Ah. Huh. Das ist beruhigend. Jetzt kann ich einfach so durchgehen. Ja, jetzt kennt er den Trick. Okay. Glühbirne. Seltsam, dass das Licht noch geht. Sieht nicht so aus, als würde hier oft jemand herkommen. Aber scheinbar oft genug. Nämlich der mysteriöse Einbrecher, der im letzten Part an uns vorbeigelaufen ist. Alte Rohre. Ventil. Es ist ein bisschen verrostet. Da kann ich nicht viel machen. Na, das schreit doch nach Öl oder Isolierung. Mir ist nicht so ganz klar, was diese verrotteten Lappen eigentlich hätten isolieren sollen. Aber überraschenderweise sind die Lappen ziemlich trocken. Vielleicht kann ich die ja für etwas anderes verwenden. Mhm. Schauen wir doch mal. So, Hotspot-Anzeige sagt hier nichts. Ah, hier ist noch was Schelle. Alte Rohre, die mit einer Metallschelle festgemacht sind. Ich muss das irgendwie loskriegen.
Mit dem Haken? Nein. Der passt da nicht. Ist eigentlich ganz cool, dass es jetzt hier rot ist, also weiß man, ah, das passt hier nicht. Kann ich es abschweißen? Das anzuzünden ist keine so prachtvolle Idee. Naja, man könnte es doch mal probieren. Naja, gut. Habe ich sonst noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus. Die Schelle, okay, die muss ich irgendwie loswerden. Hotspot-Anzeige, Brüstung. Oh, ein Stein. Ein Stück Stein vom Fußboden. Dann nimm ihn doch mal auf, das Stück Stein vom Fußboden. So ein Stein gleich. Die Brüstung sieht einigermaßen stabil aus. Jedenfalls mal stabiler als die Leiter. Okay, aber bevor ich hier mal die Leiter runtergehe, ich schaue sie mal nur an. Moment. Ich schaue sie mal nur an. Das sieht alles ziemlich heruntergekommen und gefährlich aus. Wisst ihr was? Mir ist lieber, ich würde hier ein Seil. Kann ich die beiden Seile eigentlich kombinieren? Für das Seil finde ich auf jeden Fall einen besseren Verwendungszweck. Festmachen. An der Brüstung, das geht nicht. Kann ich das andere Seil an der Brüstung festmachen? Geht auch nicht, ne? Gut, ich hätte jetzt mal als nächstes gesagt, dass ich hier den Stein nehme. Das sollte ich mir besser genauer anschauen, bevor ich es benutze. Das sollte ich mir besser genauer anschauen, bevor ich es benutze. Entschuldigung, falsch geklickt. So, und jetzt mit dem Stein auf die Schelle. Ah, sehr schön. So, abgebrochene Schelle. Das wäre erledigt. Nett gesagt. Die Rohre sind total verrostet. Da wird wohl kaum noch was durchlaufen. Dann macht es auch nichts, wenn ich ein Stück von der Metallschelle wegnehme. So, und was habe ich jetzt hier? Ah, oh, mit der Isolierung kann ich die kaputte Schelle... Eine schöne Fackel. Die brennt zwar nicht sehr lange, aber es reicht sicher, um zu sehen, wohin die Leiter führt. Alles klar. Eine Mini-Fackel sozusagen. Hier wird nicht lange gefackelt. Kann ich hier noch... Ich kann den Stein auf die Tür anwenden? Wieso das denn? Macht das Sinn? Ich probier's mal. Ach, er hält die Tür offen, behaupte ich. Ach, damit ihn jemand findet. Jetzt aber. Jetzt fährt die Tür nicht mehr hinter mir zu. Gut. Sehr gut. Jetzt kann die Tür nicht mehr hinter mir zufallen. Ist ja eh niemand in der Eremitage außer uns. Ja. Nachdem ich aber hier mit dem Seil nichts, kein Sicherungsseil machen kann, gehe ich einfach mal so runter. Du liebe Güte. Das war wirklich knapp. Beinahe wäre ich abgestürzt. Tja. Kann ich das Seil an der Leiter festmachen? Aha. Hier kann ich jetzt runter? Ich klettere nicht einfach so ins Dunkle hinunter. Wer weiß, was das für eine Leiter ist? Was, wenn sie einfach plötzlich mitten in der Dunkelheit aufhört, bevor man den Boden erreicht? Ja, oder wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt. Ich versuch's mal mit einer Fackel. Auf den ersten Blick sieht es da unten eigentlich sicher aus. Und der Korridor führt weiter. Sehr schlau. Einfach die Fackel runterwerfen. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Vor allem ist hier ja gar kein Wasser, das die Fackel löschen könnte. So, kann ich die Fackel aufheben?
kann die Fackeln nicht aufheben. Fackel. Die geht gleich aus. Ich sollte mich besser beeilen. Okay. Ja, was ist das? Sieht nicht so aus, als hätte sich jemand dahinter versteckt. Hm. Aber durch die Tür könnte sich jemand versteckt haben. Ich gebe das mal in die Richtung, um zu gucken. Nee, geht nicht weiter. Gut, dann gehen wir jetzt mal durch die Tür. Wir kommen ja nicht drum rum. Bleiben Sie, wo Sie sind! Kommen Sie gar nicht näher! Das meine ich ernst! Hat die lose Leiter denn noch nicht gereicht? Halt! Treten Sie von dem Gemälde zurück oder ich schieße! Das war wohl keine so gute Idee. Ah. Der Mann trägt eine Mönchskutte. Oder wenigstens etwas, was sehr danach aussieht. Warum bin ich da nur reingeraten? Okay, ein Mönch. Hey, Polizei! Rühren Sie sich nicht von der Stelle! Lieber Gott, was mache ich hier nur? Aber trotzdem... Wenn ich ihn kriege, ist Ostankovic hoffentlich zufrieden. Ganz ruhig. Ich habe eine Waffe. Ich komme jetzt rüber zu Ihnen. Versuchen Sie keine Tricks oder ich schieße. Okay. Hier ist eine Tür. Ja, dann gehen wir doch mal. Nicht so hastig, lieber Max. Halt! Nicht so hastig. Keine Bewegung! Verdammt. Hoffentlich ist er nicht bewaffnet. Hä? Sie können nirgendwo entkommen. Alle Ausgänge werden bewacht. Sie haben keine Chance. Weder die Polizei noch Sie können mich aufhalten. Verdammt, das führt doch zu nichts. Bitte. Die Polizei ist schon alarmiert. Sie haben keine Chance zu entkommen. Hören Sie! Gehen Sie besser, bevor Sie verletzt werden. Das hier geht Sie nichts an. Verdammt, das führt doch zu nichts. Ja, super. Negativ. Lassen Sie das Gemälde, wo es ist. Uhr Montag, Petersburg, Russland. 9 Uhr, Lyon, Frankreich, Dienstag. Max hätte mich schon vor Ewigkeiten kontaktieren sollen. Er ist jetzt schon länger als einen Tag weg. Wo bist du, Max? Verdammt! Svetlova, SWOA. Hier ist Pierre. Bitte, Lara. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Vielleicht solltest du dich mal wieder auf der Arbeit blicken lassen. Die Analyse, die ich gestern für dich durchgeführt habe. Genau darum geht's. Anscheinend hast du hier keine wirklich gute Arbeit gemacht. Ich selbst habe deine Analyse noch nicht gesehen, da ich immer noch unterwegs bin. Aber Charlotte ist wütend. Sie sagte, es war eine sehr fehlerhafte Analyse, bei den ganzen offensichtlichen Abweichungen der Fälschung vom Original. Pierre, es tut mir wirklich leid. Ich habe ehrlich mein Bestes versucht. Es ist sogar noch schlimmer. Diese Ratte von Demer hat ihr gesagt, dass du die Analyse gemacht hast. Deswegen ist Charlotte jetzt besonders sauer auf dich. Aber es war doch gar nicht meine Aufgabe. Ich weiß. Das habe ich ja auch gesagt. Aber mit deinen Qualifikationen hättest du das eigentlich schaffen müssen. Zum Glück kriegst du nochmal eine Gelegenheit dazu, denn ich brauche wieder deine Hilfe im Labor. Bist du verrückt, Pierre? Ich habe so schon genug Arbeit. Okay, dann machen wir eben einen Deal. Du hast doch mal in den Staaten gearbeitet, richtig? Kommst du vielleicht an ein paar Polizeiinformationen über den Tod von Professor Abramtschikow? Klar, kein Problem. Ich habe immer noch ein paar Kontakte. Aber warum forderst du die Info nicht selbst an, als offizielle Interpol-Anfrage? Weil es keine offizielle Anfrage ist. Ist nur so ein komisches Gefühl. Ich habe den Professor persönlich gekannt. Oh, das tut mir leid. Klar mache ich das für dich. Vielleicht dauert es aber ein bisschen, weil ich gerade nicht in Lyon bin. Okay. Sieht aus, als hätten wir beide einen Deal. Du schickst mir alles, was du über Abramtschikow herausfindest und ich vertrete dich im Labor. Worum genau geht es denn dabei? Es gibt einen neuen Chromatographen im Labor. Und Charlotte möchte die Fälschung analysiert haben, um mehr Informationen zu bekommen. Demer macht die Analyse, aber du musst den Chromatographen kalibrieren. Sollte kein großes Problem für dich sein. Na, mit dem Handbuch werde ich es schon schaffen. Naja, das Handbuch fehlt, aber du kriegst das bestimmt trotzdem hin. In der Datenbank stehen dazu ein paar grundlegende Anweisungen. Jetzt muss ich aber los. Bis bald. Pierre! Pierre! Verdammt! Das hätte man jetzt nicht besser sagen können. Wie, ich habe bei der Bildersuche, bei dem Bildersuchrätsel voll versagt? Naja... Wie er es glaubt. Na, wahrscheinlich stimmt's.
Gut, dann wende ich mich mal der Datenbank Wenigstens hat Pierre ein paar Informationen über den Chromatographen in der Datenbank für mich hinterlegt. Datenbank? Ach, hier. GCT55-XD. Gaschromatograph, den haben wir übrigens schon im Labor gesehen. GCT55-XD, Interpol-Datei allgemein. Grundlegende Verfahren und Umgebung. Bitte beachten Sie, dass die XD-Version wie im Anhang A nachzulesen ist, nur zum Gebrauch in Innenräumen bei Normaltemperatur und normaler Luftfeuchte konzipiert ist. Umgebungstyp 2. Die Benutzung der Maschine unter anderen Bedingungen kann zu verfälschten Ergebnissen führen und oder das Gerät beschädigen. Stellen Sie die Beschleunigerspezifikation nach den Angaben in Anhang B ein. Bei neuen Geräten ist es ratsam, während der ersten 25 Messungen die niedrigsten Beschleunigereinstellungen zu wählen. Im Standard-Initialisierungsmodus, das klingt interessant, 3, gibt das Gerät keine Abweichungen von Nicht-Standardbedingungen an. Nach der Messung sollten Sie die Werte mittels einer externen Methode überprüfen und sicherstellen, dass sie innerhalb der im Anhang A angegebenen Normbereiche liegen. Aha. Nix verstanden. Ich guck mal, was der Gaschromatograph da unten sagt. Und zur Not komme ich wieder her und lese mir den Artikel nochmal durch. So, einmal wieder Aufzug fahren. Sie hat übrigens ein neues, hübsches Outfit an, muss man sagen. Oder muss ich sagen, ne? Jeder hat natürlich einen anderen Geschmack. So, wir gehen ins Labor, Lara. Ach ja. Wo ist denn der Chromatograph? Hier ist er. Da war man nämlich schon. Ah, und der Widerling ist weg. Yes! Und da haben wir verraten. Unser neuer Chromatograph. Der hält hoffentlich länger als die Schrottkiste vorher. Okay. Und was muss ich jetzt tun? Output? Ah. Okay. Keine Hotspot-Anzeige. Das ist ein Schalter. Events run. Oh. Notiz. Warnung. Bei der Erstkalibrierung des Gerätes muss unbedingt das Kalibrierprotokoll in Klammern 3 ausgewählt werden. Kalibrierprotokoll 3. 3? Immer besser, die Maschine anzuschalten, bevor man auf irgendwelche Tasten drückt. Okay. Seltsam. Wieso ist das nicht... Wieso ist das nicht angegangen? Okay, ich hätte jetzt ganz gerne... Run? Immer besser, die Maschine anzuschalten, bevor man auf irgendwelche Tasten drückt. Okay. Seltsam. Immer besser, die Maschine anzuschalten, bevor man auf irgendwelche Tasten drückt. Aber das hat's jetzt nicht gebracht. Ich bin kein... Steht da noch was? Ach, herrje, da geht's noch weiter, Leute. Steckdose. Die Strombuchse vom Chromatographen, aber leider ohne Kabel. Eigentlich sollte er nicht abgeschaltet sein. Okay, das war ja fies. Ah, so. Ja. Gaschromatograph, Error, muss kalibriert werden. Bitte geben Sie die passenden Werte ein, um das Gerät zu kalibrieren. Beschreibung, siehe Handbuch. Drücken Sie Run, um fortzufahren. Run. Umgebungstyp. War das 2 oder 3? Mist, Leute. Mist. Wenn ich was falsch mache, kriege ich wieder...
eine übergezogen von der Charlotte oder wie sie heißt. Gut, Leute, ich würde vorschlagen, ich mache hier einen Break bis zum nächsten Part. Geh nochmal offscreen hoch ins Büro, lese mir die Beschreibung durch oder schreib sie im besten Fall ab. Auswendig lernen werde ich sie nicht. Und komm dann wieder runter und beim nächsten Part geht's dann los und wir können dann hoffentlich diesen Computer hacken oder so ähnlich. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!